Die Botschaft des Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder, kann missverstanden werden. Die Episode heute in der Apostelgeschichte erzählt davon, von einem Missverständnis. Wenn im Vordergrund die Attraktion steht, aber nicht die Botschaft. Zum ersten Mal begegnet Paulus hier richtigen Heiden. Zum ersten Mal. Also nicht Griechen, Proselyten, die sich zum Judentum bekehrt haben, sondern richtigen, waschechten Heiden, die Götter verehren, Zeus und Hermes, die nun denken, eine solche Attraktion, wie die hier vor unseren Augen geschieht, eine Heilung, kann nur mit denen zu tun haben. Es ist interessant, die Reaktion des Paulus richtigen Heiden gegenüber. Wir kennen das Schlagwort, Paulus ist der große Heidenapostel. Hier bei der ersten Begegnung gibt es eine schroffe Abweisung. Ganz schroff reagiert Paulus, um sich abzugrenzen, um deutlich zu machen, was ist das Evangelium? Wir sind nur Menschen wie ihr, von gleicher Art wie ihr. Wir bringen euch das Evangelium. Ihr sollt von diesen nichtigen Götzen, von diesen Ideen, Idolen, euch bekehren zum einen lebendigen Gott. Manchmal ist eine solche Verhaltensweise auch bei uns gefragt, auch wenn man richtigen Heiden begegnet. Das ist gar nicht so selten heute. Und wenn wir den Fehler begehen, die Attraktion, die mit dem Evangelium zusammenhängt, ja, die Heilung hängt mit dem Evangelium zusammen. Aber hinter dieser Heilung muss das Evangelium sprechen, muss der Auferstandene sprechen, muss sichtbar werden und nicht das Vordergründige. Das ist das, was wir lernen aus diesem missverstandenen Evangelium damals in Derbe und Lystra.